Was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Jo. Obststand 3 kommt der heute und deswegen gucken wir ja mal rein. 2 Minuten 25, gut, wird so ein Spotify-Ding werden wahrscheinlich, aber schauen wir mal rein. Let's go! Ich finde, du und ich, wir könnten die Sache durchziehen. Wir könnten wirklich lange Geschäfte machen. Aber denk dran, das sage ich dir jetzt nur einmal. Du letztes 7 über Nacht zu einem Star, guck die Goldkette klimpert, Digga, 18 Karat. Hier ist es schon besser. Ich hatte es gerade gesagt bei PA. War irgendwie, ich weiß nicht, ob es vom Mastern jetzt her dann ein wenig schlechter war, aber war die Audioqualität nicht so gut wie hier jetzt. Zum Beispiel klingt es schon wieder klarer, bei den anderen war es ein wenig pleasernder irgendwie gewesen. Aber hier klingt es jetzt schon ganz anders, weil ich sag mal, mit Kopfhörer hört man es doch immer ein wenig anders, wie wenn es jetzt über die Boxen einfach laufen lässt. Und wieder Alex schon wieder, ja, was zu rauchen. Vor vom Gras, plus Marker im Glas, komme nass, ich in Schlaf, weil nass macht Spaß. Die Party, bis die Decke brennt, renn Richtung Exit, häng auf dem Chefsitz, Blättchen voll Cactus. Also was man jetzt so bis jetzt gehört hat, ich hoffe, dass es also auf dem Album ist. Ich habe mir die Snippet nicht angehört, aber ich hatte erst gedacht, hoffentlich ist es mit Maxwell immer so ein Ding. Der macht ja mehr so dieses Trash-Hip-Hop-mäßige, nicht Hip-Hop, sondern Dance. Zeugs und ja, bis jetzt zum Glück, das was rauskommt, war eigentlich schon zum Glück nicht ganz so krass gewesen, wie das jetzt geht ja wieder boom, voll rein vom Beat her. Maxwell macht Action wie Brad Pitt, mieseste Technik, wieder ein Hattrick. Fahre durch die Gasse wie bei Rally Dakar oder spielen ein paar Mark, dabei gammen im Park, bezahle Menge im Bar, bei der MDMA, immer vor der Kamera wie ein Reality Star. Awards in den Glasvitrinen, damals noch mit Gras gedealt, du musst drücken, wenn du Schaffe ziehst, dribbel das System, weil es passt mir in Kram. Ich finde zur Zeit bei Bones sieht man das ja auch immer wieder, so diese Menge so Oldschool-Auflösung. Aber so diese Übergänge und sowas sind sehr cool gemacht irgendwie zur Zeit. Also bei den anderen Videos jetzt auch. Ich habe jetzt momentan nicht auf viel Videos reacted. Aber ich finde diese Aufmachung von den Videos teilweise zur Zeit sehr cool. Das Einzige, was ich jetzt nicht so mag, war bei Farid jetzt dieses KI-gesteuerte Layout dann sozusagen. Das finde ich jetzt nicht ganz so geil, wie das hier. Aber wenn es so rein und raus zieht in gewissen Szenen, die Übergänge und sowas, finde ich sehr cool gemacht. Lass mich gehen, darum lass ich mich fahren, yay yay. Drysif Tasch, ich bin high wie ein Spatz. Du bist einfach ein Spaß und nur steif auf Nacht. So viel Scheine gemacht, bin mir eiskalt, ich schnapp. Scheißegal, was für ne Meinung du hast, da ist Hochstand. Drysif Tasch, ich bin high wie ein Spatz. Du bist einfach ein Spaß und nur steif auf Nacht. So viel Scheine gemacht, bin mir eiskalt, ich schnapp. Scheißegal, was für ne Meinung du hast. Furze LX, guck ich. Furze. Ich reiß mich zusammen, eure ganzen deutschen Rapper haben sich leider verbrannt. Sehen scheiße aus mit dem Mic in der Hand. Spielen Drogenbosse und verpfeifen sich. Diese zwei sind entspannt, reisen zum Strand. Ey, ich sag dir eine Sache, Toni, scheiß mich nicht an. Zwei Scheine in Tank, einen Schein für mein Schwanz. Neues Geld, neue Ketten, neue Nikes in mein Schrank. Guck ich. Wah, klingt schon übelst dope, oder? Also, nice, ey. Muss man nochmal kurz reinmachen, ey. Das klingt ja richtig dope, ey. Also, Alex überrascht mich immer wieder. Ich finde alles seine Alben bis jetzt: Lexhall, Wasabi und was war das letzte jetzt gewesen? Ich komm grad nicht drauf. Wie ist es denn mit der Wolke? Ach, ich komm grad nicht drauf. Sorry. Rapper haben sich leider verbrannt. Sehen scheiße aus mit dem Mic in der Hand. Spielen Drogenbosse und verpfeifen sich da. Diese zwei sind entspannt, reisen zum Strand. Ey. Clouds Wars, genau. Ich sag dir eine Sache, Toni, scheiß mich nicht an. Zwei Scheine in Tank, einen Schein für mein Schwanz. Neues Geld, neue Ketten, neue Nikes in mein Schrank. Guck, ich zeig, wie es geht. Bleib niemals stehen, beste Drive. Die ganzen Drogen, also kannst du so zerschießen immer. Hier ist ja auch schon wieder so ein krasser Übergang jetzt, wenn sie dann wieder fahren wahrscheinlich, also wo ich gerade angehalten habe. Zip Hasch macht sich gleich auf den Weg, immer High Qualität, 1-3 pro Paket. Von den Dingen, die ich sehe, kann ich keinem was erzählen. Meine Leitung knackt, so viel Ballkontakt, Kinder leicht, was ich mach, es geht Dach, Dach, Dach. Dreh ein Dry Zip Hasch und werd High Ratzfatz, so high, Digga, so high wie ein Spatz. Dry Zip Hasch, ich bin high wie ein Spatz, du bist einfach ein Spaß und nur steif auf Nacht. So viel Scheine gemacht, bin mir eiskalt, ich schnapp. Man muss ja sagen, gut, man weiß nicht, wie die privat sind, ne? Aber ich finde halt, klar, die nehmen übelst die Drogen und das Ganze drumherum und sowas, was ich jetzt an sich nicht feier. Also finde ich nicht gut mit dem übermäßigen Drogenkonsum oder Gesaufe. Aber die machen trotzdem ihr Ding, ne? Die lassen sich nicht fallen irgendwie. Also die gehen trotzdem immer steil rein, die halten immer zusammen, vor allen Dingen als Crew. Das finde ich, wie gesagt, das könnten wir eigentlich bei jedes Mal, sage ich das. Aber ich finde das richtig fett, muss man echt sagen. So. Und auch wenn es bis 2 Minuten Track ist, aber da geht richtig steil hier, ey. Gefällt mir sehr, Drysift. Scheißegal, was für eine Meinung du hast, da ist Hochstand. Drysift, Hasch, ich bin high wie ein Spatz. Du bist einfach ein Spatz.
Spaß und nur steif auf Snap. So viel Scheine gemacht, bring mir eiskalten Schnapp. Scheißegal, was für eine Meinung du hast. Eins von wenigen Videos, wo man nicht alles sieht. Ja, cool, nice. Lass uns noch auslaufen. Sehr nice. Ja, Obststand 3. Komm heute auch. Oder gerade kommst. Zusammen mit Machtwechsel. Übelst fett. Und von daher, meine Lieben, wenn ihr Bock habt, lasst mir gerne ein Abo da. Unboxing-Videos kommen wieder en masse. Wir gehen jetzt auf 120 Unboxing-Videos mittlerweile, glaube ich, zu. Und von daher, haut rein, meine Lieben. Habt ein schönes Wochenende und peace out.